Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Leviathated, zusammen mit dem lieben Marek. Ja, moin. Und mit dem lieben Silence. Ja, wir haben letztes Mal ein bisschen gemint, haben die ersten Rohstoffe und sowas geholt. Die werde ich jetzt auch mal durchschmelzen, denn ich will mir eine Rüstung machen und einmal unseren Tower clearen so ein bisschen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir eigentlich weitermachen. Du musst das, was du mir geklaut hast, erstmal am besten in den Mana-Pool schmeißen. Ich habe dir nichts geklaut. Ich würde dir niemals etwas klauen. Nein, jeder, aber nicht du. Ja, lag auch nicht im Ding drin. Genau. Auf jeden Fall, hier kriegt man... Aber man kriegt die sogar wieder zurück? Ach, das heißt... Hast du die Schere noch zufällig? Ja. Ich hole gerade eine Chorus-Frucht, weil die brauchen wir. Ja. Eine Chorus-Flower. Weil dann würde ich nämlich noch ein paar mehr von den Dingern holen. Schmeißt du mir die Schere kurz runter? Ja. Danke. Da kann man nämlich einfach mal zu so einem Mana-Pool hingehen und einfach mal ein paar von den Dingern reinschmeißen. Und wenn man die wieder zurückkriegt, geht das ja echt easy eigentlich. So. Ist hinten am Tempel. Das einzige Problem ist nur... die Dinger spenden Licht. Das heißt, es wird ein bisschen dunkler hier bei uns. Das ist ja egal. Enderman spawnen ja eh. Wenn du ein bisschen Mana gesammelt hast, dann müsste ich eigentlich mit einer Chorus Flower, wenn ich die hier reinschmeiße, einen Bommelblock kriegen. Genau, einen Bommelblock. Ja, habe ich eben schon durchgelesen. Quest. So. Ja, 17 habe ich jetzt. Ich würde mal sagen, so 32 Stück. Ja. Ich glaube, damit können wir. Dann können wir wenigstens Endoflames machen. Dann können wir wenigstens. Auch so, Mana. Wow, toll. Dann werde ich direkt ersetzt. So fühlt sich das also an, wenn ich dich ersetze. Ja. Interessant. Aber ich fühle mich, ich bin ein Roboter. Achso, stimmt ja. Du bist ja ein Bot. Dann guck mal, ich tausche mir direkt mal und mach eine Rüstung draus. Ich wollte mir die machen, damit ich da oben das Plünder gehen. Du hast keine Rüstung verdient. Doch, ich habe ja gerade eine Rüstung verdient, weil ich sonst sterbe. Und ja, das ist ein gültiges Argument. Wenn nicht, dann zähle ich sie, Mann. Wieso greift der mich jetzt an? Du hast den angeguckt. La 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 la. Der hat einfach 60 Leben, der Enderman. Was? Oh, na, Mist. Wieso hat der 60... Hatte deiner eben auch 60 Leben? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Lasst mich in Ruhe, ich will nicht fliegen. Autsch. Ja, ich klopfe mir dann hier mal fröhlich einen ab. Mach das. Ach, ich krieg auch gerade. End-Infused Iron bekommen. Enderman, lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Okay, irgendwo liegen noch welche. Ach, da. Na komm, danke. So. Und tschüss, ich hau ab. Was denn Ernst? Du hast jetzt wirklich das Kupfer gesnackt? Ich wollte dir die Rüstung geben. Na so. Aua. Aber du bist abgehauen. Aua. Ich bin noch da. Bist du nicht abgehauen? So, komm, machen wir einen Tausch. Du kriegst 32 von denen und ich krieg die Rüstung. Oh, ja, die Enderman, Enderperlen wollte ich behalten. Guck mal, ich bin sogar nett zu dir. Oh, shit. Hier. Es regnet Blumen. Ja. Ich bin doof. Okay, mit einer Chorus Flower scheint das nicht so einfach zu funktionieren. Was fehlt denn noch? Eine Hose. Shit. So. Dann würde ich sagen... Ach, ein Schwert haben wir noch nicht, oder? Frucht? Nee, haben wir nicht. Hier. Ist noch Chorus Frucht? Hast du mit Lust? Mit einer Flower funktioniert's nicht, aber hiermit auch nicht. Wie viel Mana ist das? Toolrod, Swordblade und Whiteguard. Wir brauchen Holz. Kriegt man noch Holz raus? Ja, danke. Immerhin etwas. So. Oh, das waren wahrscheinlich viel zu viele. Also, wir brauchen ein Swordblade und ein Whiteguard.
Und wir brauchen Endstone. Das ist schon lustig, so einen Enderman so. Beim Fliegen zu sehen. Also ich gehe mal davon aus, du möchtest auch gern ein Schwert haben, oder? Ja. Okay, dann mache ich dir auch mal einen mit. So nett bin ich zu dir. Das tust du auch nur, weil ich der Einzige bin, der später erkunden und kämpfen geht. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das glaubt ja auch keiner deiner Zuschauer. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Tu das. So, dann so. Davon zwei Stück. Und zwei Schwerter. Wunderbar. Mich würde jetzt mal interessieren, ob man die upgraden kann oder ob man immer wieder neue sammeln muss. Wo bist denn du? Ich, beim Mana-Pool. Achso. Ja, ich sehe dich nicht so wirklich, weil hier alles voll ist mit Death Points. Dann reiß sie ab. Ne, da. Liegt neben dir. Ja. Wie viel Schaden macht das eigentlich? 5 Damage nur. Ach du Schande, das ist ja nichts gefühlt. Es ist besser als nichts. Ja, das ist ein Argument. So. Dann werde ich jetzt mal gucken, wie oft ich jetzt sterben werde. Wahrscheinlich zu oft. Okay. Die porten sich einfach weg, wenn man die einmal trifft. Interessant. Ach man. Gegen die Dinger kann man sich auch nicht wehren, oder? Gegen die Schalker? Ja, gegen diese Buffs von denen. Ich meine, wenn du ein Schild hast, kannst du das mit dem Schild blocken. Ah, okay. So, dann gehen wir jetzt einmal nach ganz oben, dann haben wir komplett Ruhe. So. Hep, hep. Oh nein. Na komm. Trefft mich nochmal. Na los, geh wieder auf. Geh wieder auf. Oh nein, ich bin gleich wieder tot. Ha, ausgetrickst. So, nochmal ausgetrickst. Ah, jetzt habe ich verstehen, wie man die Baum. Oh nein, oh, toll. Musst du eine Chorus Flower, musst du in Mana werfen. Dann wird jetzt das Mana. Okay. Autsch. Here we come again. Na, wo bleibt ihr? Interessant, dass sie sich wegporten können die ganze Zeit. Na, oh, schon wieder nicht tot. Ich aber gleich. Oh nein, ich bin draußen irgendwo. Hä? Haben wir auf unserem Turm so einen Tempel? Interessant. Ja, wir haben tatsächlich auf unserem Turm so einen Tempel. Hm. Klingt interessant. Da habe ich ja meine Leiche finden müssen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Hallo Enderman, wie geht es dir? So. Ich habe das Gefühl, wir werden demnächst noch sehr viele Enderman jagen müssen. Warum? Weil die Enderman, die griefen nicht so die Sachen, wie du denkst, sondern die Blöcke tragen, die werden wir brauchen. Warum? Die lassen End-Infused Iron Ore fallen und okay. Daraus machen wir später Lava Wood. Wofür wir das brauchen, weiß ich noch nicht, aber wir werden das okay. Mit Sicherheit brauchen. Ich nehme mal die beiden Kisten von hier oben mit. So, oder auch nicht, ich bin wieder draußen. Ja, wir haben erstmal wieder Ruhe ein bisschen. Toll. Meins. So. Ja, wie kriegen wir das jetzt hier am besten hin? Einfach wieder zu bauen. So, kann ich dir irgendwas helfen? Kann ich was Produktives machen? Floral Fertilizer, das heißt, wir brauchen jetzt Powder, Farben. Ach so.
Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Ja, wobei, wir haben kaum Blümchen. Ich weiß nicht, ob... Ja, wir können sie mit dem Fertilizer produzieren, das war's blöd. Petals haben wir nicht. Und so wie es aussieht... Ich brauche Holz. Kann man sie nicht farmen. Ich brauche Stick. Doch, wir haben noch Dirt. Und du brauchst ja nur 4 Stück pro Ding. Wir haben Dirt, aber wir brauchen ja Gras. Für Blumen. Sicher? Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. So, zwei von denen, zwei von denen. Und ich kann da keinen Fertilizer drauf klatschen. Ach, hast du schon Fertilizer gemacht? Nee. Achso. Also, Bone-Meal klappt nicht. Ich meine, dafür brauchen wir auch Gras. So. Ne, also auf, zumindest auf diesem Stiang-Gras funktioniert es schon mal nicht. Hier hast du Dirt. Ja gut, dann muss ich noch einen bauen kurz. So. Ich muss mein Inventar mal wieder leer machen. Ist schon wieder komplett überfüllt. Doch, funktioniert. Oh. Und theoretisch haben wir jetzt 2 Teile plus gemacht. So, aber wie kriegen wir denn Bone Meal? Du hast doch irgendwie, konnte man doch eine Chorus Flower in Mana reinschmeißen. Genau, dann kriegst du einen Bone Block. Da hast du 15 Bone Meal. Ah, cool. Und den kannst du dann klein craften. Ah, okay. Wenn ihr mal die Schnauze halten da draußen. Danke. Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Ist ja anstrengend, die sind alle aggro auf dich. Nee, auf dich. Ich bin unschuldig. Ja, jetzt sind sie aggro auf mich. Guck, sag ich doch, die sind aggro auf dich. Aua! Du bist mir in meinen Hieb reingelaufen. Hätte ich jetzt auch behauptet. So. Also bist du jetzt aggro. Weil sie dich nicht mögen. Kann es sein, dass so. Das Schwert die irgendwie vergiftet oder so? Das kann theoretisch sein, ja. Würde mich wundern, aber es ist ein Modpack mit Erkunden, also. Du weißt von nichts. Ganz genau. Mein Name ist Haas, ich weiß von nichts. So. Also wir haben jetzt mittlerweile 5 Fertilizer. Ich habe ein paar Endermen angelockt. Ja, guck, wir haben so Bubbles um sich rum. Ja. Ja, wir haben irgendwie einen Effekt, haben wir tatsächlich. Ecological und Alien und Ender Reference. Also irgendwelche Effekte haben wir da drauf. Du platzt so. Da deine Farben ab. Aua. Aua. Ja. Ja gut, wir brauchen das ja davon abgesehen. Ja, ich level damit ja auch das Schwert. Stimmt, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Darüber kann man das Schwert so gut leveln. Guck mal, die beiden sind vor Ehrfurcht der Start. Die beiden Endermänner hier. So, eben hatte ich 5. Mal gucken, wie viel ich jetzt kriege. Freue ich mich, wenn wir einfach von allem ein bisschen mehr haben und ich mehrere gleichzeitig craften kann. Weil aktuell klicke ich mir halt jetzt einen Wolf hier. 7 habe ich. Und ich glaube, wenn wir noch mehr Dirt hätten, würden wir sogar noch mehr hinkriegen können. Wo hattest du das Dirt her? Aus einem Dungeon. Da war das drin. So, das wäre die Alternatividee gewesen, dass man da hingeht, weil da war halt Gras drauf, dieses Botania-Gras. Ich würde als nächstes einen Natural Compass bauen. Ja, wir sind aber tatsächlich schon bei 14 Minuten, also würde ich Richtung Ende jetzt langsam gehen. Das heißt, bis zum nächsten Mal müssten wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Chorus Flowers bekommen. Ja, der Kompass kostet 4 Mana-Stil. Ja, gut.
Das heißt, es geht noch ein bisschen an das Erkunden, das kann ich ja dann demnächst machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel wir gleich dann wirklich offscreen machen. Ich werde noch einmal hier Blümchen machen. Also mittlerweile kriege ich echt ein bisschen was raus. Das einzig Nervige ist halt nur, dass ich von nichts genug habe, dass ich zweimal mit einem Rezept quasi das machen kann. Ach, ich habe keinen Bone Meal mehr. Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Okay, gut, dann müssen wir da sowieso suchen. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, wie viel wir gleich offscreen machen. Ich will halt auch nicht zu viel offscreen machen tatsächlich. Aber ein bisschen suchen vielleicht. Ja, wollte ich gerade sagen, aber gucken wir dann einfach mal. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.